Eine weitere Omega-Fabrik, um noch mehr Omega zu produzieren, und wir bekommen unser Zeug her. Das ist schon mal ganz wichtig. Ah, das Haus wird gleich explodieren. Wollt ihr mal was Cooles sehen? Hier ist das Haus, das brennt und das wird gleich in die Luft gehen, meine lieben Freunde. Grüner Rauch über meine Stadt und es wird gleich explodieren. Ja. Weil wir leider nichts dagegen tun können. Das war mal ein Haus. Dumm gelaufen. So. Wir machen jetzt gerade deftig Minus und das gefällt mir überhaupt nicht. Eigentlich müssen wir Plus machen. Oder wir wollen Plus machen, sagen wir es mal so. Hm. 12.000 Einnahmen pro Tag. Ja, die hätten wir jetzt gerne. Aber die Lieferungen kommen nicht an. Weil es keine Arbeiter gab. Hallo, ich hab genug Arbeiter überall. Was soll denn der Scheiß? Oh. Leute. Ich hab hier einen Haufen Einwohner. Ja, und er will mir sagen, wir haben keine Arbeiter. Kann ich mal irgendwas nach Plan laufen oder so? Grund... Zu hohe Steuern, ja Leute, ey, bitte. Irgendwie muss ich doch eins plus kommen, oder? Die lassen sich immer wieder was Neues einfallen, ey. 11%. Hey, 11%. 11% Steuern. Wir hier in Deutschland zahlen 19% Steuern, ja? Oder 16%. Also, hallo, was sind da 11% Steuern, bitte? Gar nichts. Null? Wollt ihr mich verarschen oder so? Nee. So. Wir brauchen Erz, ja. Wir brauchen dies, wir brauchen das, wir brauchen dies. Ich brauche auch so viel und krieg's nicht, ey. Wir haben doch schon wieder Erz da, also... Auf geht's, holt's euch, dass ihr wieder produzieren könnt. Ich glaube, der Stau, der lichtet sich langsam wieder. Ich hoffe, das bleibt auch so. Schau dir mal diese Omega-Kultur an. Bin ich froh, dass ich Aktien von dieser Firma habe. Oh, yo. Schön, freut mich für dich. Aber unser Müllproblem ist jetzt gelöst. So. Weiter geht's und weiter geht's. Oh, sieht das geil aus. Wow. Und schon wieder nächsten Firmen eingegangen. Grund zu viele Verbrechen. Boah. Leute. Das ist unser Problem gerade. Dass zu viele Firmen hier eingehen. Das heißt, wir müssen was für unsere Firmen tun. So, was will der jetzt schon wieder?
Die Leute lieben Omega, aber sie wollen mehr. Überall in den Schatten hört man Ruf. Mehr Omega! Mehr Omega! Ja! Super. Diese Sims rennen uns Türen ein. Sie warten verzweifelt auf weitere Lieferungen. Wir dürfen sie nicht enttäuschen. Produzieren wir mehr Omega, als wir jemals zuvor hatten. Jawohl, ja. Okay, mach mal. Ja, Omega ist für mich natürlich mehr Geld, logischerweise. Ich hoffe es doch mal. Aber wenn der Stau so weitergeht, dann dauert das ein bisschen. Wir schaffen so am Dach 9944. Also wir brauchen noch ein bisschen mehr. So. Jetzt ist natürlich die Frage, was wir als nächstes machen. Entweder wir produzieren... wir tun das freischalten, dass wir vom Weltmarkt direkt kaufen können für Omega. Oder wir produzieren schneller lieber ja, diese Drohnen, dass wir weniger Probleme mit Brand haben, weniger Krankheiten und weniger Verbrechen. Das müssen wir uns groß überlegen. So, lala. Ich glaube, wir bauen noch eine Omega-Fabrik. Das wird zwar uns im Geldbeutel ein bisschen drücken, glaube ich. Aber wir brauchen mehr. Wir brauchen Erz. Ja, kommt, Leute. Ich habe hier volles Erz drin. Also, ihr müsst es ja nur holen oder so, gell? Jetzt auch mal was davon ab. Also irgendwie ist der eine Handel dafür abhängig, wahrscheinlich, dass alles hier läuft. Ja. Ist gar nicht lustig. Können ja noch schauen, könnten wir hier. Warte mal. Handel, Handel, Handel. Handel, Handel, Handel. Omega und Co. Nein. Handel da. Ein großes Handeldepot. Na, können wir natürlich nicht. Dazu bräuchten wir erstmal das Ding und dann müssen wir noch einiges mehr freischalten. Ist auch doof. Jetzt brauchen die Öl. Jetzt haben wir ein bisschen Erz da, aber kein Öl. Also die Fabrik ist, glaube ich, gar nicht so lustig, die da unten, weil die bekommt ja kaum was. Dann werden wir doch einfach mal... noch eine Fabrik bauen, aber hier... So, und hier werden wir erstmal einstellen. So. Jetzt hoffen wir natürlich, dass wir so viel produzieren können, dass wir
in gewisser Hinsicht das ganze Zeug kaufen können. Also wir brauchen 12.000 ungefähr die Stunde. Das ist natürlich sehr wichtig für uns. Weil dann können wir das besser koordinieren, dann können wir das auch besser schnell die Sachen dafür bekommen und dann können wir auch ordentlich Gewinn machen. Aber erst dann. Natürlich bräuchte man die Drohnen natürlich auch, das ist ganz klar. Jetzt brauchen die Öl, ich hoffe, sie kriegen Öl. Die laufen recht gut, die laufen stabil. Aber wir kriegen diese Hürde nicht hin. Diese 12.000, was wir brauchen, um da. Wir bräuchten mehr und mehr und mehr davon. Wir hätten es eigentlich auch anders machen können. Wir hätten vielleicht auch irgendwo anders bauen sollen. Wo wir vielleicht ein bisschen mehr Platz gehabt hätten und Öl gehabt hätten oder so. Das wäre vielleicht raffinierter gewesen. Aber wir wollen das ja hier reinbauen. Aber irgendwie kriegen wir hier nicht die 12.000 zusammen. Weil wir zu wenig Rohstoffe haben. Das Problem ist, woanders hätten wir zu wenig Kohle dafür. Die Lieferung muss da genug öfters kommen. Deswegen hoffe ich ja die ganze Zeit, dass wir vielleicht einmal Glück haben und diese verdammte Hürde hinkriegen würden. Dann hätten wir natürlich weniger Probleme. Weil ihr seht, wir machen ja wenig Verlust eigentlich. Es geht zwar mal runter auf 200 oder so, aber wir kommen wieder ins Plus. Das ist natürlich nicht das Problem. Aber das Problem ist, wir können zu wenig produzieren, dass wir das hinkriegen. Wir könnten auch nicht die LKWs hier... Ja gut, wir machen dadurch ja auch noch Plus hier. Könnten wir hier vielleicht noch ausbauen? Nicht verfügbar. Nein, wir müssten. Wir können nur bis zu 3. Wir können hier auch nicht mehr LKWs bauen. Schade eigentlich. So wird das wahrscheinlich nichts werden. Wir haben jetzt die Mülldeponie erforscht. Das heißt, dass wir den Müll besser wegkriegen später. Das ist schon mal gut, weil wir später natürlich mehr Müll kriegen durch die Drohnen. Ja. Ich würde mal sagen, wir machen das mal anders. Wir gehen jetzt einfach mal in die andere Stadt rüber. Moment, 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 Moment. Warte mal, welche Stadt war denn das? Hier, die da hier. Ich glaube, die war das, oder?
Langenkant. So. Wir versuchen jetzt mal Trick 14. Oder Trick 15, keine Ahnung, was das für ein Trick jetzt ist. Wir schauen uns jetzt mal die Karte hier an von... Und die Karte hier nennt man jetzt einfach mal um, die Stadt. In... Ölstadt. Verdammt. So. Jo. Taufen. So. Jetzt schauen wir uns hier mal die Karte an, wo wir hier Öl hätten. Kohle. Da. Ölkarte. Da unten hätten wir einen Haufen Flecken Öl. Dann würde ich sagen... Machen wir das Ganze jetzt erstmal auf schnell hier. Versuchen die Stadt hier ein bisschen aufzumotzen. Das heißt, wir werden hier versuchen, ja, die Straßen ein bisschen zu erhöhen. So. Genau, die wollen ja alle nach oben. Natürlich haben wir hier noch mittlere Dichte. Das können wir ja gleich ändern. Also, gut. Eine Stufe weiter höher. So, und wir haben die Stadt hier abgemustert. Okay, ich verstehe. Die sind ein bisschen sauer, dass wir sie hier ja weggerissen haben. Aus der Stadt. Okay. Dann müssen wir hier natürlich das ändern. Mit unserem Bagger. So. Ja, ich verstehe euch. Ist kein Problem. So. Ist überhaupt kein Problem. Wir kriegen das hin, liebe Leute. Wir wollen ja, dass ihr Spaß dran habt, hier zu sein. Dass wir hier natürlich auch ein bisschen Kohle machen. So, ganz klar. So, dann müssen wir die Stadt, die Straße natürlich auch ein bisschen aufbessern. So. Hier unten haben wir gesagt, haben wir Öl. Okay. Das heißt, wir bauen hier mal so ein Ding rein. So, eine Straße. Dann wollen wir hier Öl abbauen. Oh mein Gott. Kostet natürlich ein Schweinegeld, klar. Ha. Und zwar so viel Öl wie möglich.
Das heißt, wir werden hier mal ein paar Schulden aufnehmen. Können wir ja. 100.000. Jawohl. Und dann gehen wir hier auf 10% hoch. Müsste nochmal was gehen. So, 100.000 haben wir. So. Da können wir hier weitere Dinger bauen. Das Ganze kann man natürlich noch weiter ausbauen, das ist ganz klar. So. Dann noch in die Richtung und so weiter. Überhaupt kein Problem. Wir müssen erstmal schauen, dass wir hier Öl überhaupt abbauen. Das heißt, wir müssen ein bisschen warten. Geschlossen, wir stellen neue Leute ein, okay. Dann brauchen wir noch hier ein Lager. Ein Handelslager. So. Mal gucken, wo haben wir das. Genau, machen wir es. Zentrum, bauen sie ab. Okay. Raffinesse sind. Okay. Alles klar, wir bauen jetzt erstmal hier Öl ab. Dann bauen wir das nämlich gleich hier hin. So. Und da tun wir dann mehrere Lager hin für Öl. Was will der von uns? Eine Ölquelle ist schon eine feine Sache. Wussten Sie aber, dass Sie noch mehr davon kaufen können? Sie können sogar der Servicestraße verlängern und Ölquellen in anderen Bereichen aufstellen. Versuchen Sie es. Okay. Ja, das haben wir ja eigentlich schon gewusst, aber... Okay. Jetzt haben wir ein paar Ölquellen mehr. Jetzt können wir das hier zum Beispiel lokal, genau. Und jetzt können wir nämlich das Öl rüberschenken, wenn wir genug da drin haben. Wir können jetzt 4000 Barrel, also 4000 davon Barrel, das ist zum Beispiel total witzig eigentlich, weil Barrel ist ja die Bezeichnung von den Amis, aber ich weiß gar nicht, wie das ist, ich glaube 1,3 Liter oder so ist ein Barrel, irgendwie sowas. Nee, das war Gallon, Entschuldigung, das war wieder was anderes. Ja, gut, müsste ich vielleicht nochmal genauer nachgucken. Ich weiß es gar nicht mehr jetzt auswendig. Wenn es jemand weiß, kann er es natürlich gerne in den Kommentare reinschreiben. Weil ich komme jetzt gar nicht drauf. Ich glaube, das ist eine eigene Ölbezeichnung oder so. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Aber ist ja nicht so schlimm, ist ja nicht so wichtig. Wichtig ist ja nur, dass wir unser Problem hier lösen. So. Also, wir bauen hier Öl ab. Haben jetzt 2000 da drauf. Gut. Jetzt können wir das Ganze natürlich noch weiter ausbauen. Mit einer weiteren Straße.
zum Beispiel in die Richtung. Zu wenig Simlon. Okay. Macht ja im Moment nichts. Jetzt schauen wir mal, ob wir noch andere Probleme dadurch kriegen. Ne, eigentlich nicht. Gut, wunderbar. Ach, die wollen immer, dass ich so eine Ökologie baue, aber irgendwie halte ich nichts davon, Leute. Nein, danke. Ich will eigentlich was anderes bauen. So. Wir haben jetzt 3000. So, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt gehen wir nämlich hier auf da drauf. Nein, da drauf. Nee, da drauf, genau. Wir wollen jetzt nämlich nach hier. So, nach hier. Öl. Großprojekt? Nein. Ladenbesucher? Nein. Geschenke, genau. So. Hier. So. Dann hier. Treibstoff, nein. Rohöl, genau. Verschenken. 3000, Geschenk schicken. So. Und da fährt es nämlich auch schon, die 3000. Werkzeuge bleiben hier stehen irgendwie. Müsste es ja doch jetzt eigentlich darüber transportieren, oder? Ja! Jetzt fahren sie rüber, das erste Mal. Jetzt hocken sie da vorne im Stau fest. Oh Mann! Ah, das ist doch nicht schön. Ah, die hocken da vorne im Stau fest und jetzt können sie es auch nicht bringen irgendwie. Das sehe. Und nochmal 3000 rüber. Jetzt müssen wir das eigentlich laden können. Also wir laden jetzt zurück in die Zukunft und hoffen, dass wir dadurch jetzt ein bisschen mehr Öl haben. Ich hoffe es natürlich. So. Wie sieht's denn aus, liebe Leute? Habt ihr jetzt alle schön viel Öl? Der ist noch nicht so angekommen. Oh, wenn das jetzt auch nicht geht, gell? Geschenkrohr aus Ölstadt hängt an der Grenze fest. Ah! Da ist es, Zeug. Ja, wegen dem verfluchten Stau hier, ey, Leute. Mann! Ah, jetzt kommt's. 3000. Jetzt fehlen noch welche, glaube ich. Aber irgendwie brauchen die immer noch Öl. Wir brauchen Öl. Das gibt's doch nicht! Ich habe doch extra jetzt 3000 darüber geschickt und die brauchen immer noch Öl. Da kommt aber nochmal eine Lieferung.
Yeah. 1000, okay. Dann müssen wir wieder darüber laden. Und ihr wisst ja schon, wie es läuft. Wir müssen schon wieder Öl darüber transportieren. Das ist echt nervig, ey. Aber so könnten wir vielleicht unser Problem lösen. So. Wie war das jetzt nochmal? Da drauf. So. Geschenke. Zack. Öl. Genau. Darüber. Ach, darüber. Und da, da. Maximal. Schenken. So. Kann man das auch auf Dauer irgendwie einstellen, dass das... Das wäre nicht schlecht, wenn man das auf Dauer rüberschicken könnte, dann wäre es cool. Aber das geht ja leider nicht irgendwie. Schade, schade, schade. Das wird uns natürlich die Arbeit ein bisschen erleichtern, muss ich sagen. Aber leider geht das ja nicht. Das war dieser kleine Fehler in dem Spiel, was die gemacht haben. So. Weiter geht's. Ich hoffe, wir haben ein kleines Problem damit wenigstens gelöst. So. Ja, das ist die andere Fabrik, aber die interessiert uns momentan überhaupt nicht. So, die kaufen wir weiterhin Öl ein. I'm gonna go to bed.